Ostsee ruht. Da. 8 Stunden waren wir unterwegs, für die Strecke gar nicht schlecht. Da ist die Sondelfrau. Hallo. Jetzt wird mal ausgepackt. Scheiß Papier, wie peinlich. Ja, hier mein Laptop, ganz wichtig, damit ich euch auf dem Laufenden halten kann. So Freunde, hoch die Tassen. Hoch die Tassen, hoch die Tassen. Schauen wir mal, dass es ein schöner Sonnenurlaub wird. Prost. Zum Wohl. Ah, saure Traube. Wow. Guten Morgen, Freunde. Jetzt geht's los. Das Wetter ist knackig, wie es an der Ostsee sein muss, windig, sehr windig, stürmisch, aber sonnig. Und heute ist vor allen Dingen auch wieder die Sondelfrau mit dabei. Moin, moin. Was mich besonders freut. Und jetzt fahren wir mal an die Küste zum Strand und schauen mal, wie das hier so ist mit dem Sondeln, denn da habe ich ja gar keine Erfahrung mit. Und ihr seid dabei, finde ich wieder mal klasse. Ja, drückt uns alle zusammen die Daumen, dass es was wird. Wir werden es filmen. Genug gelabert. Nun geht los! Bis gleich. Ja, Freunde, und jetzt sind wir am Meer. Schaut euch das an. Echt toll, das Meer mal so aufgewühlt zu erleben. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Juhu, genau. Wow. Und jetzt hören wir mal auf zu schwelgen, sondern bauen die Maschine zusammen und legen mal los. Ja, Freunde, und hier die ersten Oberflächen von der, wahrscheinlich von der Flut hierher getrieben. Ein kleiner Pokal und ein Spielförmchen. Naja, gehen wir schon mal nicht ohne Funde nach Hause. Juhu, der erste gute Fund, eine Münze, aber leider nicht identifizierbar. Also ich denke mal, dass es sich um eine Münze handelt. Hoffentlich könnt ihr mich hören bei dem Sturm. Vielleicht ist es aber auch nur ein oller Knopf, man weiß es nicht genau. Ja, schaut, ein Euro-Stück. Nein, doch, 1 Euro. Ein Original Ostsee-Euro. Kann man doch nicht meckern. Und auch hier Trash, Müll, Abfall. Tja. Und wieder mal was Undefinierbares, eventuell eine alte Münze, eventuell aber auch ein alter Scheiß. Nein, ich glaube, es ist eine alte Münze. Man kann es sogar sehen, 10 Pfennig. Keine Ahnung, aber eine Münze, total verkrustet. Ja, vermutlich wieder eine Münze, aber auch hier komplett verkrustet, verrostet. Das ist klar durch das Salz im Boden, logischerweise. Egal, Pfund bleibt Pfund. Man wird ja demütig hier am Strand. Reichtum und Schönheit! Juhu! Zwei Euronen! Und nochmal, was haben wir jetzt? Ein 20erle. Ja, und schon wieder eine Münze und 5 Cent. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Noch drin. Das ist klasse mit den Knien. Das ist ja was ganz Interessantes. Das scheint doch was Älteres zu sein. Hier die grüne Patina. Schaut euch das an, was kann denn das sein? Das sieht wirklich älter aus. Auf alle Fälle ein sehr interessantes Relikt, was ich dann doch mal etwas besser bestimmen muss und eventuell auch hier abgeben werde. Mensch, das ist doch mal ein richtig interessanter Fund, klasse! Eine Münze, 2 Cent, besser als gar nichts. Müll, Trash, Abfall und auch hier una corco di croni. Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Naja, dummer Spruch, aber immerhin. Ein Glückszent. Prima! Aber jetzt...